Dann hallo, guten Morgen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel in Dortmund. Hier oben begrüße ich, wie gewohnt, unseren Cheftrainer Julian Nagelsmann und dann steigen wir direkt mit den Fragen ein. Herr Schauberger. Dann fange ich an, Herr Nagelsmann. Es ist überall zu lesen, der Thomas Tuchel wäre Ihr großer Lehrmeister, aber von Ihnen wurde dazu noch nie was gesagt. Ist dem denn so? Ja, um das mal aufzuschlüsseln, die Geschichte. Es war so, dass ich Spieler war in der U23 von Augsburg, wo Thomas Tuchel mein Trainer war. Aufgrund von zwei schweren Knieverletzungen in diesem Jahr, als ich da spielte, konnte ich im Prinzip ab November kein Spiel mehr machen. Habe parallel dazu studiert. Und dann stellte sich die Frage, ob wir den laufenden Vertrag, der noch bis zum Sommer lief, auflösen möchten. Oder ob ich anderweitigen Bereich übernehmen kann und weiterhin der Vertrag läuft. Wir haben uns dann nach Rücksprache mit Thomas Tuchel dazu entschieden, dass ich einen anderweitigen Bereich übernehmen kann, der Vertrag weiterläuft. Und der Bereich sah dann so aus, dass ich zu den nächsten Gegnern gefahren bin, mir die Spiele angeguckt habe und dann versucht nach bestem Wissen und Gewissen, Herr Tuchel, den nächsten Gegner zu präsentieren und quasi dann meine eigene Mannschaft, in der ich noch Mitglied war, ein bisschen zu helfen, ein ordentliches Spiel zu machen am Wochenende. Also sprich, der Begriff Mentor, Ziehvater ist vielleicht etwas hochgegriffen. Er war mein Trainer und wir haben meine Verletzung dazu genutzt, dass ich die Gegner mit analysieren kann. Herr Huber? Aber vom Gegnerbeobachter sind Sie dann auch wahrscheinlich gestern zum Gegnerbeobachter wieder geworden. Wie haben Sie denn das Dortmunder Spiel empfunden? Ja, auch gestern war ich Gegnerbeobachter. Es sind natürlich immer besondere Spiele im internationalen Geschäft. Man kann es jetzt nicht so arg mit der Bundesliga vergleichen. Man sieht auch in den letzten Wochen, dass Dortmund immer sehr, sehr variabel spielt, auch mit unterschiedlichem Personal. Deswegen muss man bei allen Beobachtungen, die ich auch gestern gemacht habe, immer ein Fragezeichen machen, inwieweit es dann am Sonntag auch wieder so zutreffen wird. Sie haben sicherlich Elemente gezeigt, die Sie auch in den letzten Wochen in der Bundesliga immer wieder gezeigt haben. Wir haben gestern viele Räume gehabt, die sie zeitweise gut genutzt haben, so auch wie in den letzten Bundesligaspielen. Aber wie gesagt, man muss immer ein Fragezeichen dahinter setzen, was kann man da ins Bundesligaspiel am Sonntag übertragen und was nicht. Herr Freifach, was kann und muss die TSG denn besser machen als Porto am Sonntag? Ein Tor schießen auf jeden Fall, idealerweise auch zwei. Das wäre für Porto gestern auch wichtig gewesen, dass sie Tore machen. Dazu müssen wir versuchen, Dortmund weniger Räume zu bieten. Wir müssen einfach gucken, dass wir das Tempo, was Dortmund gerade in der Offensivreihe hat, ein bisschen aus dem Spiel nehmen, sie darin hindern, ins Laufen zu kommen, dass sie ihre brutale Offensivqualität aufs Feld kriegen. Darum geht es am Sonntag. Herr Schächter. Bedeutet das auch, dass man dann weniger offensiv mutig aufstellt, sondern vielleicht eher ein bisschen defensiv? Da möchte ich wenig preisgeben von meinen Ideen, die ich habe. Es gibt natürlich immer zwei Herangehensweisen, wie man Gegner mit Offensivqualität stoppen kann. Das ist entweder tiefer stehen mit mehr defensivem Personal oder höher verteidigen mit mehr offensivem Personal. Wie genau das aussieht, werde ich aber nicht verraten. Herr Huber. Geht denn dann zumindest das Motto Never change a winning team? Ist immer abhängig von der Trainingsleistung. Also es zählt natürlich das Spiel, aber es zählt auch, was die Jungs unter der Woche machen. Nach dem Motto verfahre ich sehr, sehr selten. Wenn Jungs im Training sehr gut trainieren, dann kriegen sie am Wochenende im Normalfall auch die Chance, wenn sie die Woche davor nicht im Siegerteam standen. Es geht immer auch darum, dass man den Jungs einfach eine Option bietet, eine Chance gibt, auch im Training sich zu beweisen. Machen wir weiter mit Herrn Fürst und dann Herr Schächter. Philipp Ochs konnte nicht immer trainieren, weil er zur Schule musste. Hat er deshalb schlechtere Karten? Nee, das ist, glaube ich, ganz normal in dem Alter. Das ist wichtig und wir möchten es ja auch, dass die Jungs ihre Schule zu Ende bringen und da auch einen Fokus drauf haben auf das schulische Thema. Jeder sollte sich da bilden, auch ein zweites Standbein haben. Eine Karriere kann leider Gottes aufgrund von Verletzungen auch immer schnell vorbei sein. Von dem her ist es uns auch als Club sehr, sehr wichtig, dass sie da die Schule machen. Und er wird deswegen keine schlechteren Karten haben. Er wird bewertet wie der andere auch. Wenn er ordentlich trainiert, hat er gute Karten. Wenn er weniger ordentlich trainiert, eher schlechtere Karten. So wie bei jedem anderen Spieler, der jetzt keine Schule hat, der auch. Herr Schächter. Sie haben gesagt, es wäre übertrieben, ihn als Mentor zu bezeichnen, Thomas Tuchel. Was haben Sie sich denn trotzdem bei ihm abgeschaut? Also er steht ja für Variabilität und flexibel und immer neue Mannschaften, neue Systeme. Ja, was mich geprägt hat, war einfach die Inhalte im Training. Also ich habe
als Spieler selber nur knapp viereinhalb Monate unter ihm trainiert. Er war dann im Training trotzdem immer da oder die meiste Zeit da und habe zugeguckt, während ich meine Reha gemacht habe. Und auch dann ab November, wo ich nicht mehr spielen oder trainieren durfte, konnte, war ich trotzdem oft im Training und einfach diese Trainingsinhalte, die waren selten die gleichen, waren immer sehr, sehr viel kognitive Dinge dabei. Man musste eigentlich in jeder schnöden Passform trotzdem extrem im Kopf dabei sein, um zu wissen, wo man A, den Ball und hinspielen muss und B, danach hinlaufen sollte, dass der Ablauf noch funktioniert. Und das hat mich schon geprägt als Spieler und davon habe ich mir auch was übernommen jetzt als in meine Trainertätigkeit. Gibt es weitere Fragen? Machen wir weiter mit den Pfeifern. Dann ist das angesichts der aktuellen Form des BVB taktisch die größte Herausforderung bislang für Sie? Einerseits die Form, ja, die kriegen extrem wenig Tore, schießen viele, haben wie gesagt auch eigentlich in allen Mannschaftszeilen herausragende Spieler. Andererseits einfach auch ihre Herangehensweise an die Spiele, wie gerade erwähnt. Sie sind sehr variabel, spielen oft mit unterschiedlichem Personal, haben ganz unterschiedliche Aufbauszenarien im Spiel, laufen unterschiedlich an, sprich man kann es auch schwer vorbereiten, es ist nicht ganz einfach, sich darauf einzustellen. Man muss mit den Spielern gemeinsam eine Lösung erarbeiten, dass man eine Antwort hat auf jede Fragestellung, die Dortmund uns gibt. Und das ist nicht einfacher, wir geben unser Bestes. Herr Schächter. Sie waren ja sozusagen auch in der Schule diese Woche. Wie ist die Prüfung denn gelaufen? Ja, ich habe noch keine Noten, aber mein Gefühl sagt mir, es war ganz gut. Was war denn die schwierigste Frage in dieser Ernährungsgeschichte? Können Sie da kurz einen Einblick geben? Die schwierigste Frage? Ja, die schwierigsten Fragen sind eigentlich so Aufzählungsdinge, wo jetzt keine große Anwendung dabei ist, sondern wo man einfach gelernt haben muss, wo man 12 Unterpunkte aufzählen muss. Und dann sitzt man schon mal 5 Minuten in der Prüfung und überlegt, wo man das in seinem Kästchen abgespeichert hat, den 12. oder 11. oder 10. Unterpunkt. Ich habe aber alle 12 gefunden dann irgendwann. Herr Huber. Ist eine Ernährungslehre-Prüfung dann diese Woche. Bei einem Sieg gibt es da dann Burger oder Pommes oder so. Nee, ich habe gelernt, es soll nicht so gut sein. Das war Punkt 12. Genau. Gibt es weitere Fragen? Nochmal, Herr Huber. Ich war 2013 auch mit dabei als Co-Trainer beim sogenannten Wunder von Dortmund. Ist da irgendwas im Ablauf, was man da vielleicht wiederholen kann? Oder was man, Fußballer sind ja gern abergläubisch, dass man ins gleiche Hotel geht oder den Ablauf wieder genau so ähnlich macht? Ja, ich glaube, wenn man da den identischen Ablauf machen würde, dann müssen es auch genau dieselben Spieler sein. Viele, die jetzt im aktuellen Kader stehen, waren ja damals nicht dabei. Sprich, die können auch mit diesem Ablauf gar nichts anfangen. Und ich glaube, wir befinden uns auch in einer anderen Situation. Es ist nicht so spät in der Saison, wie es damals war. Von dem her gibt es da wenig Parallelen. Und deswegen wird es auch nicht genau den identischen Ablauf geben wie damals. Machen wir mal mit Herrn Wittig weiter und kommen dann hier rüber. Ganz allgemein zum Personal, alle Mann an Bord, oder? Ja, Tarek El-Younoussi konnte nicht trainieren die ganze Woche. Der hat Probleme mit seinem Knie. Sonst waren mit Ausnahme Fabi Scheer, der mal eine Einheit aussetzen musste wegen einem kleinen Virus, alle Mann an Bord und konnten auch alle trainieren. Gehen wir hier rüber. Trotzdem, jetzt kommen wir nochmal dazu, Sie haben gesagt, da müssten auch die gleichen Spieler dabei sein. Zum Beispiel Tobi Strobel hat am Wochenende auch gesagt, ja, in Dortmund haben wir immer gut ausgesehen, aber ziemlich viel Optimismus dabei. Müssen die Spieler da ein bisschen bremsen oder wollen sie es am besten befeuern, dass sie wissen, dass sie in Dortmund schon noch gut ausgesehen haben? Ja, das ist einem Trainer immer lieb, wenn die Spieler da hingehen mit dem Gefühl, auch gewinnen zu können. Ich glaube, natürlich ist es nicht selbstverständlich, dass wir da hinreisen und dann sagen, ja, die 3 Punkte sind fest eingeplant und wir fahren wieder nach Hause, aber wir gehen auch nicht dahin, schon mit dem Gedanken, gut, ja, wir können sowieso nichts holen. Also dieser Optimismus, den die Spieler haben, das haben sich jetzt auch erarbeitet, das ist auch diese Freude, die sie ausstrahlen und das sind Grundtugenden, um dahin zu fahren und vielleicht was mitzunehmen. Das gehört dazu. Ich glaube, Pessimismus ist ein sehr schlechter Ratgeber. Herr Schächter. Jetzt folgt eine englische Woche. Ist das eher gut für den Trainer oder eher schlecht, weil er weniger Möglichkeiten hat, auf dem Platz was zu machen? Ja, wir haben jetzt gut gearbeitet die letzten 2 Wochen. Ich glaube, eine englische Woche ist weder gut noch schlecht. Es ist schön, dass man sofort wieder die Option hat, ein Spiel zu gewinnen. Wir haben dann ein schönes Heimspiel, da freuen wir uns alle drauf. Unsere Jungs haben jetzt nicht, wie jetzt zum Beispiel Dortmund, oft eine englische Woche, von dem her auch ein besonderes Erlebnis für unsere Jungs, dann so spät abends zu spielen. Von dem her schauen wir da wohlwollend auf die englische Woche und freuen uns drauf. Herr Huber, Herr Fürst. Diese Woche der Grund dafür, dass gestern die Mannschaft trainingsfrei bekommen hat, oder war es eher eine Folge der guten Trainingsleistung in den Tagen zuvor?
Das hat eigentlich nichts mit der Bewertung der Trainingsleistung zu tun, sondern eher was mit dem Rhythmus, weil ich gerade bei Heimspielen es für gut befinde, wenn die Jungs den Sonntag zu Hause bei der Familie haben und bei Freunden haben, weil die natürlich auch unter der Woche, wenn montags der freie Tag ist, wie im normalen Rhythmus arbeiten müssen. Sprich, sie haben wenig Option, was mit ihrer Familie oder mit Freunden zu machen. Und da bin ich ein großer Freund davon, dass sie den Sonntag einfach zu Hause genießen können. Danach folgen dann mit dem Montag, Dienstag, Mittwoch 5 relativ intensive Einheiten. Und dann, um nochmal Körner zu sammeln von den letzten zwei Einheiten bis zum Abflug dann nach Dortmund, ist der Tag Donnerstag dann frei gewesen. Herr Fürst. Beim Thema englische Woche spielt es bei Ihren Vorbereitungen eine Rolle, dass Dortmund jetzt eben schon 2-3 englische Wochen hinter sich hat und vielleicht ein bisschen müder ist, heute erst zurückreist. Ist das irgendwie in den Überlegungen mit drin? Es ist mir bewusst natürlich, dass die viele Spiele in den Knochen haben, aber mir ist auch bewusst, dass sie einen qualitativ herausragenden Kader haben, einen großen Kader. Und Thomas Tuchel auch für seine Rotation bekannt ist. Das hat er auch die letzten Wochen gemacht, sodass, glaube ich, da jeder Spieler auch genug Körner hat, um ein ordentliches Bundesligaspiel zu machen. Und man kann es im Hinterkopf behalten als Trainer, man sollte das in seine Planung wenig mit einbeziehen, sondern das Ganze mal vorbereiten wie ein normales Bundesligaspiel. Herr Pfeiffer. Gab es im Vorfeld oder gibt es noch Kontakt zu Tuchel direkt und ist dessen Karriere vorbildhaft für Sie auch? Also sehen wir Sie in 10 Jahren auch als Trainer eine Spitzenmann? Die letzte Frage zu beantworten, das weiß ich nicht. Sehen, was die Zukunft bringt. Kontakt hatten wir jetzt länger nicht. Wenn, dann ganz, ganz lose mal eine SMS, aber sehr, sehr selten. Ich habe bei meinem Antritts-PK schon mal erwähnt, dass da jeder natürlich in seinem Job ist. Dazu hat Thomas dann auch eine Familie, um die er sich in seiner Freizeit kümmert. Sprich, da ist auch nicht so die Zeit, dann einen regen Kontakt zu haben. Ab und zu, wie gesagt, schreiben wir mal eine SMS, aber das ist eher sehr, sehr selten. Seine Karriere, klar, das ist sicher vorbildhaft. Er hat eine tolle Karriere hingelegt und ist auch ein herausragender Trainer. Herr Fürst, nach dem Mainz-Spiel war jeder voll des Lobes. Tolles Spiel, spektakulär, viele Hoffenheimer Elemente, sogenannte Hoffenheimer Elemente. War das Ihnen vielleicht zu viel Lob? Haben Sie noch Dinge gesehen, die nicht so gut waren, die besser werden müssen? Ja, mit lobenden Worten muss man immer ein bisschen aufpassen, muss die richtig einordnen. Natürlich tut es den Spielern gut. Ja, die haben die letzten Monate sicher nicht so viel Lob bekommen, aufgrund der gezeigten Spiele. Das tut den Spielern gut und dafür freue ich mich auch, dass die Spieler da lobende Worte bekommen. Trotzdem muss man das immer richtig einkategorisieren. Es gab Elemente im Spiel, die besser werden müssen in Zukunft. Aber ich habe der Mannschaft auch gesagt, dass ich glaube, dass wir besser werden in Zukunft, dass wir dann ein ordentliches Spiel gemacht haben. Und hatte auch das Gefühl, dass die Mannschaft das absolut richtig eingeordnet hat, dass wir nicht über 90 Minuten eine volle Kontrolle hatten, natürlich auch gegen einen Top-Gegner Mainz. Das war den Spielern klar, aber trotzdem werde ich da nicht gleich eine Minute nach dem Spiel auf die Euphoriebremse drücken, sondern dürfen sich da auch mal freuen, wenn sie endlich wieder gewonnen haben, weil ich einfach auch das Bewusstsein hatte, dass sie wissen, dass wir noch was draufpacken können und auch müssen. Gehen wir gleich weiter zum SWR. Flutlichtspiel vor 80.000 in Dortmund. Kann man diese spezielle Atmosphäre auch für das eigene Team in irgendeiner Form nutzen? Im Positiven? Ja, ich glaube, ich habe jetzt schon mehrfach gelesen die Woche von Spielern im Interview, dass sie sich auf dieses Spiel freuen. Ich glaube, sie blicken da genauso freudig drauf hin wie ich auch. Es ist eine tolle Atmosphäre da, immer ausverkauft, super Stimmung. Und die Spieler freuen sich da drauf, genauso wie auch der Trainer. Muss man den Respekt davor nehmen oder was kann man machen? Dass sie es selbst toll finden? Nee, ich glaube, die sind... Es sind auf jeden Fall mehr Schwarz-Gelbe, davon gehe ich aus. ich glaube, Respekt davor muss man den Spielern nicht nehmen. Die sind alle erfahren, haben alle sehr, sehr viele Spiele, auch schon einige davon in diesem Stadion. Und ich glaube, da ist die Freude größer und ist auch ein Ansporn, wenn jetzt nicht das ganze Stadion hinter einem steht, da ein gutes Spiel zu machen. Weil es hat nicht nur negative Seiten, wenn viele gegnerische Fans am Wochenende auf uns treffen werden. Herr Fürst, nochmal Herr Schächter. Ich habe gerade gesagt, es gab Elemente, die besser werden müssen. Können Sie da Beispiele nennen? Ja, die Kontersicherung zum Beispiel. Also wir hatten
Phasen im Spiel, da haben wir es sehr, sehr gut gemacht. Einen Ballbesitz auch im letzten Drittel gehabt und bei Ballverlust dann auch eine gute Rückeroberung gehabt oder zumindest den Gegner an einem kontrollierten Aufbau gehindert. Aber die Kontersicherung in der letzten Linie ist nicht immer einfach gegen so schnelle Spieler. Und wenn man so hoch verteidigt, muss die Kontersicherung immer perfekt sein. Und da müssen wir mit der gesamten Mannschaft noch dran arbeiten, dass wir da einfach dann weniger Torschancen zulassen, auch wenn wir im Spiel mal höher verteidigen und nicht sofortigen Zugriff auf eine Rückeroberung haben. Erst Herr Schächter und dann Herr Huber. Wie sehen Sie denn die Situation in der Liga im Moment insgesamt für Ihre Mannschaft im Abstiegskampf? Weil Hoffenheim wird ja jetzt gesehen, die kommen jetzt von unten, die oben fangen vielleicht ein bisschen an zu zittern. Ja, ich glaube, dass wir, wie ich am Wochenende erwähnt habe, die Tabelle jetzt ein bisschen schöner aussieht. Wir sind immer noch auf diesem Platz, auf dem wir nicht sein wollen. Und daran wollen wir auch was ändern. Klar versuchen wir von hinten ein bisschen Druck zu machen und die Teams, die vor uns stehen, auch den Druck auf die zu erhöhen. Das werden wir auch am Wochenende probieren. Alles dafür geben, dass wir schnellstmöglich auf die Tabelle schauen und dann nicht mehr diese zwei Zahlen hinter unserem Vereinsnamen stehen. Herr Huber? Nee, die stehen ja vor dem Vereinsnamen, ne? Ja. Meistens. Hat sich denn Hüb Stevens gemeldet, gratuliert nach dem Spiel? Der hat sich gemeldet, ja, und hat gratuliert. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, einmal Sport 1. Sport 1, diese Woche gibt es ja auch noch die Diskussion über die Strafe für Roger Schmidt. Also Thomas Schaaf ist Ihnen ja jetzt beigesprungen und hat gesagt, es ist viel zu hart. Wie sehen Sie denn diese Debatte? Ich bin jetzt, knapp 3 Wochen Trainer in der Bundesliga und möchte mich weder jetzt über Schiedsrichter noch über Trainerkollegen da ein Urteil fällen. Die Strafe ist jetzt ausgesprochen. Leverkusen hat die Strafe akzeptiert. Damit muss, glaube ich, jeder leben. Aber ich werde hier keine Urteile weder über Schiedsrichter noch über Trainerkollegen fällen. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, bedanken wir uns bei Ihnen. Noch der Hinweis, 1600 Fans begleiten uns nach Dortmund und freuen wir uns, wenn wir den einen oder anderen von Ihnen dort auch sehen. Dankeschön.